Schwache Nachfrage und hohe Produktionskosten machen dem Chemieriesen BASF zu schaffen. Seit 2 Jahren schreibt BASF in Deutschland rote Zahlen. Wenige Monate vor seinem Abschied verschärft BASF-Chef Martin Brudermüller deshalb den Sparkurs am Unternehmensstammsitz Ludwigshafen. Durch ein zusätzliches Sparprogramm sollen die Kosten bis Ende 2026 jährlich um 1 zusätzliche Milliarde Euro gesenkt werden. Auch ein weiterer Stellenabbau ist damit verbunden. Diese Situation zeigt zum einen, dass die BASF-Gruppe insgesamt unter weltweit schwierigen Bedingungen absolut wettbewerbsfähig und gesund ist. Zum anderen aber verdeutlicht das negative Ergebnisse an unserem größten Produktionsstandort in Ludwigshafen, dass es dringend notwendig ist, hier weitere entschlossene und tiefgreifende Maßnahmen zur Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit vorzunehmen. Vor 1 Jahr hatte Brudermüller bereits harte Einschnitte angekündigt, um den Konzern wetterfest zu machen. Ihnen sollten weltweit 2600 Stellen zum Opfer fallen, knapp 2 Drittel davon in Deutschland. Mehrere energieintensive Anlagen am Stammwerk in Ludwigshafen sollten geschlossen werden. Die deutsche Chemieindustrie befindet sich in einer tiefen Krise, die sich vor 2 Jahren mit den explodierenden Gaspreisen im Zuge des Krieges in der Ukraine zuspitzte. Zwar sind die Gaspreise im vergangenen Jahr wieder gesunken, doch die Chemiebranche leidet noch immer unter den vergleichsweise hohen Energiepreisen in Deutschland. BASF bekommt das als größter industrieller Gasverbraucher hierzulande wie kein anderes Unternehmen zu spüren.